Hallihallo, liebe Leute, hier ist euer Dennis, aka Schinken, heute mit dem Spiel Prince of Persia Warrior Witten. Ich werde aus dem Spiel ein Let's Play machen, bei dem ich euch den Teil von Warrior Witten Prince of Persia zeige und dann noch einen anderen Prince of Persia Teil von einer Trilogie. Der dritte Teil wird dann The Two Thrones heißen, aber dazu dann später. Trilogie deswegen, weil es einmal Sands of Time gibt, dann das Warrior Written hier und The Two Thrones schon, wie gesagt. Aber da mir die Engine von Sands of Time nicht wirklich gefällt, starte ich gleich mit Warrior Written. Und es ist auch ein bisschen aufschlussreicher. Ich starte zwar mitten im Geschehen und in der Story, aber ich denke mal, ihr werdet schnell nachkommen. Davon abgesehen werde ich euch hier unter den Features von dem Spiel, unter der Videogalerie, die kurze Einweisung von dem ersten Teil von der Trilogie zeigen und ja, von daher ist es eigentlich schon aufschlussreich genug. Das zeigt eigentlich die wichtigsten Szenen da drin und ja, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Is tricked into releasing an ancient and evil curse. You have unleashed the sands of time. I can undo what you have done. Give me the dagger. He'll have to put his faith in a woman he has no reason to trust. My father's army sacked your palace, captured you as a slave. You have every reason to hate me. Now you want me to trust you. Go on! There's no time! His power to control time, to get the sands back, the power of revival. The power of delay. The power of restraint. Searching for redemption and the kingdom he must save. Prince of Persia, the Sands of Time. Ja, ne, hier soweit zu dem ersten Teil, für die, die des Englischen nicht mächtig sind. Also, die Hauptgeschichte dreht sich darum, dass Persien halt in der Zeit im Krieg war und halt seine Länder ausweiten wollte. Und da war halt der junge kleine Prinz mit seinem Papa unterwegs und hat praktisch einen Palast gestürmt. Der Prinz hier hat halt in der Schatzkammer einen gewissen Dolch gefunden und damit konnte er praktisch die Zeit kontrollieren. Er wusste an sich für sich nicht, was für was dieser Dolch ist. Er sei ihn als Diebesgut, mehr oder weniger. Weil dort ist es so der Brauch, dass wenn ein erfolgreicher Eroberungszug war, dass man sich mehr oder weniger ein, wie soll ich es nennen, ein Beutezug, ein Schatz man sich aussuchen darf, nennen wir es so. Und es kam darauf an, dass die Schatz, ja, als Schatz so eine Sanduhr gefunden haben und daran war halt der Sand der Zeit, der bewirkt hat, dass man
Also der bewirkt halt, dass die Zeit nach vorne zurück. Das beinhaltet praktisch die Zeit. Ich weiß nicht, wer von euch den Kinofilm Prince of Persia gesehen hat. An sich und für sich ist der Film nicht schlecht, gut umgesetzt. Kann ich in dem Sinne eigentlich nur empfehlen. Aber von der Story halt, es beschreibt nur den Kriegszug. Hier ist es so weit gekommen, dass praktisch der Böse, das war dieser klapprige alte Opa mit seinem Turban da in dem Video, das ihr gesehen habt, hat den Prinz dazu verleitet, halt die Uhr zu öffnen und dadurch ist der Sand halt freigesetzt worden. Das, was mit den Leuten passiert ist, ist ziemlich schrecklich. Die sind zu sogenannten Sandmonstern geworden und waren dann halt praktisch die Feinde, ne? Der liebe junge Prinz durfte mit der Farid, so heißt das Mädchen da, in diesen roten Anzug, Entschuldigung, ja, die wollten halt den Sand der Zeit wieder einschließen, indem man diesen Dolch wieder einmal in die Sanduhr rammt und da die Farid den Prinz einlegen wollte, indem sie, ich spoiler praktisch jetzt den ersten Teil etwas weiter vor, den wir aber eh nicht sehen werden, die haben halt praktisch ein Bad genommen und ja, Farid hat den Dolch einfach gestohlen. Einfach so. Ganz böse. Ohne unsere Erlaubnis. Und dadurch hat ihr der Prinz halt nicht mehr getraut. Hier zu der kurzen Beschreibung, was diese Szene betrifft. Wir sind praktisch in der Fortsetzung, in der wir erstmal übers Meer segeln. Und das Ziel des Prinzen ist halt, die Sand des Zeites, dass er hergestellt wird, halt zu verhindern. Und dann würde ich sagen, wir starten das Spiel einfach neu. Für mich ist es nicht wirklich ein Blind Game, aber da ich es nicht vor allzu kurzer Zeit gespielt habe, ist es zu 40%, 60% ein Blind Game. Also ich gebe mir Mühe. Wir spielen natürlich auf normal. Schwer oder leicht, je nachdem. Leicht jedenfalls nicht. Wir spielen einfach auf normal. Lalala, das ist der Ladebildschirm gewesen. Und hier geht's halt noch einmal zur Geschichte. Wie, was, wo, pipapo. Lauf, junger Prinz, lauf, Forrest, lauf! Lecker, Geller. Endstation, ne? Und es leckt ein wenig. Entschuldigung, falls ich huste oder so, ich bin leicht erkältet. Also, bitte verzeihen. Und falls ihr den Text nicht versteht, also ist es halt mit Untertiteln und ich hoffe, dass ihr auch die Sprachszenen hört, also es auch nicht unbedingt lesen müsst. Und ich hoffe mal auch, ich spreche gerade laut genug, weil ich habe keine Ahnung, da ich da gerade keine Sounds einstellen kann.
ziemlich unfair, so viele Leute. Oh. Wer ist denn da? Ja, wen haben wir denn da? Sie sieht so ein bisschen wie eine Domina aus. Ob wir den Namen im Spiel erfahren, weiß ich nicht, aber ich kann euch versichern, dass wir gegen sie kämpfen werden. Und sie ist böse. Das ist praktisch die Dienerin für die Herren der Zeit. Und ja, es muss ja irgendwen einen Erschaffer des Sandes geben. Und das war halt die Herrscherin der Zeit, die den Sand der Zeit erschaffen hat. So. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh, wir jetzt auf dem Schiff. Ich hoffe, es ist nicht wieder allzu laut. Lasst es uns schnell. Ich tu mal eben den Sound etwas runterschrauben. So. In der Hoffnung, dass es jetzt etwas leichter ist. Naja, leiser kann man gerade nicht sagen, aber... Die haben auch ziemlich schräge... Ja, ziemlich schräge Sätze drauf und ziemlich laute Animation. Ein bisschen zu laut für meinen Geschmack. Versucht es noch einmal. Die Herren will ihn tot sehen. Und es ist eindeutig viel zu laut. Zumindest von dem Sprachlichen her. Oh man, das müssen wir doch irgendwie leiser bekommen. Stellen wir einfach die Sprache auch mal auf 2 runter. Ah, das hört sich immer noch so verdammt laut an. Naja, probieren wir es einfach mal so. Durch Wasser kann man sich heilen. Das ist praktisch, ja. Man trinkt und die Lebensenergie füllt sich auf. Das ist... An sich hat es das Spiel eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man die ganze Zeit eigentlich nur Wasser saufen muss, um sich wieder hochzuheilen. Ja, jetzt wieder eine Zwischenszene. Warum die das auch so animiert haben. Auf jeden Fall kann man ja Waffen aufheben und benutzen. Und die Waffen haben eine bestimmte Haltbarkeit, was ich relativ gut finde. Damit das auch nicht so einseitig wirkt, dass man ständig mit einer und derselben Waffe hier rumrennt. Aber das betrifft eigentlich in dem Sinne nur die Nebenwaffen, weil die Hauptwaffe, die wir hier haben, das ist hier der Krummsäbel hier. Ich muss erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Können wir was mitnehmen? Schwert. Eiskalt über die Planke. Ihr werdet unsere Küste niemals lebend erreichen. Zu eurem eigenen Wohl solltet ihr das hoffen. Ja, wie gesagt, der Prinz will halt an die Insel, wo die Herrscherin der Zeit ist. Aua. Um die Erschaffung des Sandes halt zu verhindern. Die Herrscherin wird über meinen Sieg hoch erfreut sein. Oh, und es leckt. Dann mach da mal einen ruhig. Alter, mach einen ruhigen Mädel.
Big Tape Events gibt's hier übrigens auch. Haha, einfach mal so abstechen. Aber okay, das war mehr als abgestecht. Gestochen. Ist das alles, was ihr zu bieten habt? So, das sind jetzt diese Quicktype-Events. Sagt mir, wenn ihr für den richtigen. Und die deutsche Übersetzung war gerade richtig scheiße. Das. Aber ich glaube, das war dieses. So wird das Quicktype-Event genannt, ich bin mir nicht sicher. Noch einmal. Ich finde es ja lustig, dass die eigentlich immer an sich die gleichen Kombis machen. Jetzt kommt noch ein Schlag, jetzt kann ich draufschlagen. Die Herrscherin hat euer Geschick wohl überschätzt. Die Herrscherin? Na, oh, ist die böse. Böse, böse. Die Insel der Zeit. Dort, wo der Sand erschaffen wurde. Der Ort, an dem der Maharaja die Sanduhr gestohlen hat. Und wenn ich zur Insel gelangen könnte? Grafikbugs. Ja, und das war halt das Problem des jungen Prinzen, ne? Er öffnete alles und alles war weg. Ich musste jene töten, die an meiner Seite standen. Auch ich sollte sterben. Doch nun werdet ihr von einer Bestie gejagt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Furcht. Ihr werdet sterben. Mit Hilfe des Sandes bin ich durch die Zeit gereist. Und habe verhindert, dass die Sanduhr geöffnet wird. Das Biest, der Dahaka, ist Wächter der Zeit. Er entfernt alles, was nicht in unserem Zeitstrang gehört. Also wird er euch eurem Schicksal überantworten. Alles ist besser, als hier auf den Tod zu warten. Torheiten, selbst wenn ihr die Insel erreicht, müsst ihr immer noch der Herrscherin der Zeit gegenübertreten. Ich reise in die Vergangenheit und verhindere, dass der Sand erschaffen wird. Ohne Sand muss der Dahaka mir nicht nach dem Leben trachten. Dann geht, mein Prinz. Aber wisse, es ist ein vergebliches Unterfangen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Ja, die... Dennis? Oh, ein Moment, ich... Gott. Ganz kurz Pause. So, liebe Leute, ab hier nehme ich wieder auf. Wie ihr gerade gehört habt, hat uns der Hütte gestört. Ich habe jetzt nochmal von einer etwas früheren Stelle aufgenommen, von dem vorherigen Ladebildschirm. Ja, wir starten wie gesagt auf der Insel. Wir sind auf der Insel der Zeit gelangt. Oder besser gesagt gestrandet. Für diese quengeligen Geräusche, die ihr zwischendurch gehört habt. Fort. Tut mir leid, ich wollte mein Mic muten, weil ich ghostet hab und... Auf jeden Fall muss ich gerade mal noch ein paar Spieleinstellungen machen, was mich gerade etwas ankotzt. Steuerung nochmal... Freie Sicht muss ich wohl auf invertiert stellen und Navigation auch. Weil... Gamepad. Achso, das steht schon auf der Seite. Okay. Beibehalten. Okay, jetzt haben wir es. Wir müssen jetzt... laufen. Mein Schiff. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen.
Okay, hier geht's nicht weiter. Springen. Ich versuche mich zurückzuhalten mit dem Husten. Oh. Das sind sogenannte Speicherpunkte hier in dem Spiel. Na klar wollen wir speichern. Das Spiel ist so ein bisschen aufgebaut wie Assassin's Creed, bloß dass Assassin's Creed mehr so eine Stadt abspielt. Hier, das ist mehr so, wie soll ich sagen, ja, mehr so ein bisschen Mario-like. Auf besserer Grafik, wohl bemerkt. Am Anfang ist halt das Tutorial mit an. Was ziemlich gut ist für Neueinsteiger. Es gibt oft genug Spiele, die sowas nicht drin haben. Die dann auch noch drunter leiden müssen. Weil sie die weil sie die Steuerung nicht kennen. Und zu den ganzen